Das AWO-Servicehaus am Wasserturm bietet seinen Bewohnern Sicherheit und Hilfe in Notsituationen. Und das rund um die Uhr. In einem Interview mit dem Einrichtungsleiter Franz Ulrich Löning-Hahn gibt dieser einen Einblick über die Pflegeleistungen und das Unterhaltungsangebot für die Bewohner. Hier im Servicehaus am Wasserturm haben wir ein ganz vielfältiges Angebot. Das fängt an mit 77 Wohnungen, wo Menschen einfach nur zur Miete leben und dann, wenn sie möchten, zusätzliche Leistungen in Anspruch nehmen können, angefangen von der Hausreinigung über die Pflege in der eigenen Wohnung. Dann haben wir eine Tagespflege, wo die Menschen von außen zu uns kommen und tagsüber versorgt werden, und das geht dann hin bis zu der stationären Pflege, der Wohnpflege, wo wir 72 Pflegeplätze vorhalten. Nicht wir bieten etwas an und die Menschen wollen es vielleicht gar nicht, sondern wir bieten das an, was der Einzelne gerne möchte. Wir haben von daher ein ganz großes Angebot, aber es gibt natürlich so ein paar Renner, die immer gut gehen. Da ist zum Beispiel das Bingo-Spielen, was ganz wichtig ist. Es gibt immer eine Kreativgruppe, die in allen möglichen Variationen bastelt. Und vor allem unsere Angebote, die mit Gesang verbunden sind oder auch mit Bewegung, die sind besonders nachgefragt. Wir haben eine Zusammenarbeit mit dem SV Tungendorf, wo einmal in der Woche eine ausgebildete Sportlehrerin kommt und mit unseren Senioren auch altersgerechte Bewegungen macht. Also das sind so Highlights, auf die sich die Menschen immer wieder freuen. Der beliebte Singkreis sowie andere Veranstaltungen aus dem vielseitigen Freizeitprogramm halten die Bewohner körperlich und geistig fit und stärken die Gemeinschaft.